Ich bin hier in Coburg, in der wunderschönen evangelischen St. Moritzkirche. Wie man schon hören kann, eine fantastische, große Akustik. Und dieser herrliche Prospekt ist von Wolfgang Heinrich Daum, 1740, der in Coburg gewirkt hat. Und dahinter ist eine wunderschöne Karl-Schuke-Orgel aus Berlin, ist die Orgelbaufirma. Von 1989, drei Manuale, neue Sätzeanlage und einen neuen 32 Fuß. Ich mag diese Kirche, sie ist hell-cremefarben, mit Stühlen statt Bänken und einem unglaublich schönen Altar. Alabasterfarben, wir haben hier auch ein kleines Positiv und einen alten Taufstein.